So und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Forza Horizon Rail. Und zwar zu einem Format, dessen Name uns noch nicht eingefallen ist. Und ja, Silas muss wieder hupen. Denn ich bin heute mal nicht alleine. Und zwar neben mir ist der nette Silas hier. Sag mal hallo. Guten Tag. Der kennt ja schon aus dem Autocross-Format, was ja zwar leider pausiert ist. Aber das kann sich noch ändern. Und heute vergleichen wir mal zwei Autos hier. Und zwar einmal die neue Camaro Zettel 1. Kam ja erst gestern ins Spiel, oder für mich gestern, im Duracell Carpack. Na gut, du siehst, das fährt hier den Ford Shelby GT350R. Und diese Wagen haben wir beide auf S1 aufgebaut und werden wir heute mal vergleichen. Und zwar die erste Kategorie wäre, wir machen ein Drag Race hier am Flughafen, ganz normal, Rennen starten. Jetzt ist er da, kriegt einen Punkt, wer hätte es gedacht. Dann die zweite Kategorie ist ein Bremstest. Wir werden auf ca. 200 km/h beschleunigen und einen Punkt bremsen. Wer erst am Stehen kommt, gewinnt. Ist auch leicht erklärt. Dann Topspeed-Test auf der Autobahn. Wer den hohen Speed erreicht, für, weiß ich, eine Sekunde oder weniger. Die Zahl muss noch einmal dastehen. Wer am Ende erst ist, ist scheißegal. Und dann noch Rennfahren, um zu gucken, wie sich die Autos so im normalen Verkehr verhalten oder auf einer normalen Strecke. Nicht lang fackeln, wir legen mal direkt los hier mit dem Drag Race. Und ich bin echt mal gespannt, welcher Wagen besser ist. Und das sind beides wirklich ziemlich gute Autos. Ich muss das Rennen starten, ne? Ich bin Horst, glaube ich. Achso, ja. Warte, ich gebe dir kurz die Krone. Ja, ist auch nicht so wichtig. Nur wenn ich aufnehmen will. Aber ich habe auch nicht zu faul bin. Ja, das ist auch eine Möglichkeit. So. Habe ich die Krone gegeben? Ja, ne? Ne, hier steht nur, der Anführer kann beginnen. Hä? Was habe ich denn gerade gemacht? Zum Sitzen, Anführer. Was ich gerade gesehen habe, ich war im Spiel nicht gemutet. Muss ich mal kurz ändern. Wer ist gemutet? Im Spiel gerade. In Horizon 3. Ich kann man ja normal hier reden. Also. Weil mein Express-Mikro ist noch eingesteckt. Achso, sehr gut. Ich würde sagen, ist wieder Daumen hoch bei mir für die Qualität auf jeden Fall. Bin ich wieder richtig der krasse Boy. Krasse Boy. Ich hoffe, man hat das irgendwie nicht doppelt gehört oder da war kein Fehler. Wenn ja, tut es mir leid, aber jetzt sollte es besser sein. Ach Quatsch. Tatsächlich sollte der Sound auch fix sein. Den Ton nicht auf, war in einem Autocross jetzt nicht so gut, der Sound. Da war ja leider... Hat irgendwie nicht so hingehauen mit der Aufnahme. Ich hoffe, das Problem ist jetzt beseitigt oder zumindest minimiert, dass es nicht mehr großartig stört. So, Drag Race Beschleunigungsstrecke. Eine gute Meile haben wir hier, glaube ich. Ich denke mal, so 300 sollten wir beide schaffen, oder? Ja, das sollte der wohl drauf bekommen. Ja, glaube ich, wäre nicht ziemlich peinlich. Ja. In meinem Start hast du den Vorteil, weil du hast Rennreifen. Hab ich nicht. Ja, Start war scheiße, aber ich glaube, du hast mehr Leistung als ich, oder? Ja. Ein bisschen. Ah. Ja, es ist aber noch. Alter, Schalten kostet viel. Das ist scheiße. Tschüss. Wie viel Leistung hast du denn? Na, ich kann mal gerade gucken. 440. 400. Oh. Ja, 440. Ich habe 480 gerade gehabt. Hast du sogar mehr Leistung als ich? Ja, Mensch. Und du bist schneller. Das ist beinahe ja gut. Gib den ersten Punkt für Silas. Für den Mustang. Es kommt ja nicht auf das. Noch kommst du nicht auf das Fahrerische an. Naja, zumindest nicht zum größten Teil. Nee, das ist ja mehr der Autovergleich, nicht der Fahrervergleich. Ist aber auch nochmal interessant. Na, wissen wir ja, wer der Bessere ist, ne? Echt natürlich. Sicher. Nein, ist ja. Alte, sind da beide nicht ganz gute Fahrer. Ja, das stimmt. Alte Forza Motorsport 6 Zeiten. Ich weiß schon, wer immer von der KI weggerammt worden ist. Egal. Dann Bremstest, so, jetzt, machen wir 200 oder 250? Ach komm, schauen wir auf 250. Dann muss ich gerade mal ein ABS anmachen, weil sonst ist das unfair. Ja. Weil sie das fällt meistens mit ABS aus und es fällt ein bisschen unfair, wenn ich ABS anbaue und er ABS aus, das wäre ganz und gar nicht gerecht. Richtig. Und ohne ABS kann ich nicht bremsen, muss ich zugeben, weil ich das nicht mache. Deswegen macht sie das netterweise dann ABS an. So, 250. An dieser Linie da hinten. Wo die ist, werdet ihr gleich sehen. Eigentlich sollte das ABS ja den Bremsweg verkürzen. Aber wenn du den richtigen Finger dafür hast, dann genau den Bremspunkt so triffst, dass die Räder nicht blockieren, dann ist der Bremsweg deutlich kürzer.
Nein, 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 nein. Ui, 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 ui. Oh, das ist ja der zweite Punkt für den Mustang, würde ich mal sagen, ne? Ja, ich glaube, mein Camaro hat schlechte Bremsen. Obwohl du Rennreifen hast, ne? Du hast mehr Traktion beim Bremsen als ich. Also guck mal bei dir, was der Bremsweg ist, bei Auto und Tune. Natürlich, einen Augenblick. Boah, Alter. Das ist gar nicht gut. Auto Tune Scheiße, von 100 auf 0 in 38,5. 40,3. Ja. Und von 160 88,8. 94 Meter, Alter. Das ist schon ein bisschen peinlich. Naja. Mach ich kurz meine. Da kommen wir jetzt auch schon zum Topspeed-Test. Also, wer die hohe Geschwindigkeit erreicht. Ich dachte, den haben wir schon. Ich würde da mal langsam einen Punkt machen. Das wäre, glaube ich, nicht so verkehrt. Ja, in Kurven müsstest du den Vorteil haben. Ich hoffe doch. Was hast denn du für eine Gewichtsreduzierung drin? Hast du überhaupt eine drin? Sport. Sport? Ich wiege, glaube ich, 1540 Kilo, so in dem Dreh. Wie viel? 1540. Ah, bin ich 100 Kilo leichter. Ich bin leichter und schwächer. Du hast mehr Leistung, bist aber schwerer. Ist auch sehr gut, was sie gerade für die Autos machen. Also dafür wurden die Autos eigentlich gebaut. Ah, wer weiß. So. Lass ich mal sehen, dass den Vortritt hier beim Schleunigen. Ich werde ein bisschen Abstand halten. Bleiben wir mal gerade hier beide stehen. Ja. Bei den warte mal. Damit hier nichts hier ist wegen Windschatten oder so. Dass dann so ein bisschen ja. Sag mal, geschummelt wird. So, fahr ich auch mal gleich los. 3, 2, 1, go. 3, 1, 2, go. 3, 1, 2. Ja, 3, Geburtstag, 2, ne? Also 3, 1, 2. Stimmt. Ja. 32.1. Genau. Wann auch sonst. Also der 3.12. Für die, die es nicht wissen. Das wusste ich nicht. Ich hoffe, du weißt es, ne? Weiß. Ja, peinlich, wenn nicht. Zwei Jahre. Jetzt weiß ich ja. Jetzt weiß ich. Ja. Ich hoffe, man hört meine Klasse, die wissen nicht mal, wenn die Eltern Geburtstag haben. Die Eltern. Also die, weißt du, das ist also aus meiner Klasse, hier diese, ich sag mal, etwas dunkelhäutigere. Die weiß nicht, wann die Eltern Geburtstag haben. Nicht mal in welchem Monat. Welches? Das ist schon irgendwie so ein bisschen peinlich. Ich hoffe, man hört meinen Ingame-Ton nicht, weil das kommt gerade ein bisschen laut vor. Ich bisher, höre bisher nichts. Ich glaube, das ist wirklich nicht so geil. Ich glaube, du bist auch noch schneller. Uiuiui, der quält sich hier schon. So, schnell ist was anderes. Mein MX-Hund fährt schneller. Wahrscheinlich. Lass uns mal am Kreisverkehr treffen. Würde ich mal sagen. Ja, ja. Ja, mehr bekomme ich jetzt eh nicht mehr drauf. Ladies first, sag mal, warte. Nicht was so hast du viel erreicht? Das reicht, glaube ich, gar nicht. In den fährst einen fucking Mustang. Ja, und du fährst jetzt der Lines. Ja, aber halt so ihre Dynamik, ne, ist halt auch so eine Sache bei mir. Guck dir meinen Flügel an, ja? Kollege. Was hast du so erreicht? Ja, was, Kollege, guck dir mal meinen Flügel an. Guck dir mal mein Auto an. Ich weiß nicht, also ich finde das Heck vom Mustang schöner und die Front vom Camaro. Muss ich ja mal so sagen. Ja, würde ich dir auch nicht zustimmen. Die gucken beide böse, ne? Dein Heck hier. Das Heck von dir finde ich tatsächlich nicht so sexy. Ja, was hast du so erreicht? Ich habe erreicht 331 km/h. Ich war exakt 10 km/h schneller. 10 km/h? Alter, das ist schon echt viel. 341. Oh. Hab ich mir gedacht. Ich meine, da muss man vielleicht schon eine Serie, glaube ich, so 320. Was auch nicht wenig ist. Na, mit ein bisschen Leistung mehr, ne? Das ist schon nicht scheiße. Also jetzt 3-0 für den Mustang, ey. Der muss ich jetzt aber... Ich hab schon verloren quasi. Weil es ja 5 Punkte geben wird am Ende. 3 gehen schon in den Mustang. Aber ich will auch wenigstens einen Ehrenpunkt machen. Deswegen haben wir jetzt noch 2 Rennen. Und ich würde sagen, das erste suche ich aus, das zweite suchst du aus. Ja. Ehrenpunkt. Und zwar fahren wir jetzt zuerst 5-0. Die 3-Brücken-Rundstrecke in Servus Paradise. Weil die bin ich vorhin gerade an Aufnahme gefahren. Ja, der kleine Cheater. Ja, bin was denn? Ich bin heute noch gar nicht gezockt, ey. Ich bin noch gar nicht gefahren. Gezockt, ey. Ich hab noch gar nicht gezockt. So rum. Ja, ist doch nicht mein Problem. Ja,
Wenn du den ganzen Tag Forza spielst hier. Ja, das stimmt doch gar nicht. So, Nein. wir machen drei Möchtest du denn? Ründchen. Genau, wir haben jetzt drei Rundenrennen und ich würde sagen, die beste Rundenzeit gewinnt und nicht, wer erst am Ziel ist. Genau. Möchtest du denn den Zuschauern mal sagen, was du schon so für eine Spielzeit in Forza hast? Habe ich in der Aufnahme letztens gesagt, in der letzten Folge. Ich glaube, so 530 Stunden. 530 Stunden. Also auf die Tage, das Spiel ist jetzt knapp ein halbes Jahr draußen, ne? Ich Ist glaube, ich ja so quasi nichts. 22 Tage ungefähr. Man muss dazu sagen, du hast das Spiel sogar noch 2 Wochen, ne? Oder ich glaube, es waren 2 Wochen, nur 1 Woche später als Release bekommen. 4 Tage später als Release und halt noch wegen meinem Finger noch 3 Wochen Pause gehabt, glaube ich. Ja. Also. Oh, Ja. warte, das wäre der falsche Mustang. Jetzt habe ich fast den falschen Mustang Also, aufgenommen. beste Hilfe. Rundenzeit zählt. Erst am Ziel, Da das ist er. ist im Prinzip völlig egal. Wie Wäre schöner, viele wenn Runden hast du beides bei mir angestellt? sein würde. Wenn ich Esser sein würde und auch die beste Rundenzeit hätte. Mal schauen. Wie viele Drei Runden hast du Runden. eingestellt? Drei? Okay. 3 Runden. Quasi Also die erste, zwei. die anderen beiden zum Fahren. Wäre zumindest so angebracht. Also, wenn du in der ersten Runde die beste Zeit fährst, dann ist irgendwas falsch gelaufen. Ist eigentlich auch ein bisschen traurig, Mit ne, wenn man Start. das machen würde. Also kommt mit Kollision sind Start. aber angegangen, glaube ich. Start war scheiße. Ach, meiner war gut. Hast du Kontakt aus oder Kontakt an? Okay, Kontakt ist an. So. Ich mag die Strecke sogar sehr. Ich habe lange nicht mehr gefahren, außer halt vorhin gerade an der Aufnahme. Ja, lange nicht mehr gefahren, 2 Stunden her oder so. Oi, 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 oi. Ach nee, die Bremsen sind gut. Ja, Meine, vielleicht naja, ne, hat man ja gesehen. Glück. Vielleicht nicht ganz so gut. Aber noch bin ich vorne. Ja, ich hab dich vorgelassen, damit ich gleich in der zweiten Runde ordentlich Gas geben kann. Dass ich Oh keine shit. Blockade vom. Hat jemand gesehen? Das muss Schmeiß mal so. die Telefonzelle. Ich Naja. mag Telefon. Also ich kuschle ganz gerne mit denen. Die sind auch schön flauschig und so, also. So, ab geht's in die zweite Runde. Telefonzelle ist schon was Schönes. So. Laternen gehen auch noch, aber Bäume, die sind mir dann doch ein bisschen zu hart. Bäume sollte man nicht haben. Die Kurve habe ich gut Nee. genommen. Leider. Jetzt hier zu bremsen, finde ich schwer, bei der nach hier vor der Kurve. Ja, ich muss aufpassen, dass mein Heck jetzt nicht wieder weggeht. Da viel zu früh gebremst. Ich auch. Hab mich an die orientiert. Ich habe bessere. Ba Schon wieder! Ich nehme den scheiß Bordstein mit, dann geht das Heck weg. Das war eine halbe Sekunde. Kann aber am Kurvenausgang schön Vollgas geben im dritten Gang. Richtig geil. Ja, wenn ich gerade stehe, kann ich das auch. Sobald ich aus der Kurve raus bin, dann geht das Heck weg. Aber da bin ich voll losgehen. Jona war richtig scheiße. Und bis auf den Einfallbremser hinten, dass das Heck danach wegging. Es könnte natürlich knapp werden von der Rundenzeit her, ne? Das kannst du mit Tat. Denke ich mal, so maximal eine halbe Sekunde auseinander. Nicht mal mehr, es wird weniger sein. Ich würde gerne auch mal punkten, ne? Bei 5-0 wäre jetzt schon scheiße. Ach, wirklich. Ist wirklich so, Silas. Man glaubt es kaum. 5-0 ist auch eigentlich. Da sieht man mal so, was die Kamera so drauf hat. Ja, ist keine Quet. Ich habe gestern den ganzen Tag Quet gesagt. Habe ich mich nicht verbremst? Und ich bin nicht quer gefahren. Dafür verbremse ich mich hier. Nee, doch Das war nicht. scheiße. Also relativ scheiße. Du hast halt ordentlich was gut gemacht in der Kurve. Ein bisschen zu spät gebremst. Oh. Fuck. Na, ja, jetzt ziehst du mich ab. Ich habe mich gerade zweimal verbremst. Cheat! Ich hoffe, ich habe. Na, ich weiß nicht. Also meine dritte Runde war die Boah. beste. Ja, meine dritte war die schlechteste. Und damit habe ich gewonnen. Ja. Scheiße. Ich habe 59,860 und Silas 1 Minute, ich glaube 625. Ne, 295. Ach, 295. Immer noch mal jetzt den ersten Ehrenpunkt geholt, aber jetzt sucht Silas die Strecke aus. Zur Gerechtigkeit halber. Aber logischerweise keine Offroad-Strecke, ne? Das ist aber, glaube ich, logisch. Ja, nee, Offroad mit den Karren möchte ich nicht. Bitte nicht.
Da freuen sich bei sowas. Warte mal kurz. Dann gebe ich dir, glaube ich, mal die Krone, oder? Ja, gib mir mal die Krone. So, du bist Anführer. Dann such dir Ja, mal ich was aus. hab schon was im Kopf. Wenn ich jetzt die Strecke finde. Da ist sie. Schöner. Warte, ein Sprint ist eigentlich scheiße, ne? Aber dann da beim Sprintrennen kann man nochmal sagen, da gehst du auf, wer wirklich erst ans Ziel kommt. Nicht auf die Das ist ja Zeit. logisch. Rundenzeiten gibt es da ja nicht. Ach, wirklich. Und man kann auch sagen, wer die beste Zeit fährt. Also im Endeffekt ist es das Gleiche. Ja. So, Byron Bay. Eigentlich gehört das gar nicht mehr zu Byron Bay, aber egal. Also letzte Woche geht So. an den, der dann am erster am Ziel ist. Genau, als erster am Ja, Ziel so. ist. Komm, wähl jetzt das Einzige aus. Danke, Dann bekomme ich so. hoffentlich meinen zweiten Ehrenpunkt, damit es so halbwegs knapp wird. Ach, das wird schon. So. So, dann trete ich mal bei. Ich hoffe, es ist nicht die Strecke, die ich hasse. Ist ein schöner Sprint durch den Dschungel. Ah, wie heißt denn die Strecke? Weiß ich nicht. Das ist gut. Das ist sehr gut. Also du kannst dir Sachen sehr gut merken. Ich habe es mir nicht mehr durchgelesen, muss ich dazu sagen. Ich habe sogar auf den Streckenverlauf geguckt und dachte mir so, ja, das ist ein schöner Verlauf. Kann man mal machen. Muss man aber nicht. Aber kann man. Kann man mal machen, mal machen, Okay, machen, machen. Maroondah Road Sprint. Ich glaube, ich weiß, welche Strecke das ist. Aber mal Spring! gucken. So, mein kleiner Camaro, bitte zeig, was du kannst. Also bist du doch, also dann wärst du ja trotzdem Zweiter. Ja, aber. Okay. Warum ist das ein bisschen interessanter, weil die Strecke zwischendurch ein bisschen feucht ist. Weißt du was? Ich bin die Strecke heute auch schon gefahren. Ist ja richtig unfair. Cheater. Aber ich kenne die Strecke trotzdem nicht. Ups, Entschuldigung. Nichts passiert. Sorry. Alles gut. Da war mein Heck Los, irgendwie nicht muss wild. sagen. Hab man eventuell auch gesehen oder gehört. Beides. Also sehr elegant aus von hinten. Gibt es wenigstens irgendwie so einen Punkt für Fahren mit viel Stil? Das kann ich auch. Oh, guck dir das an. Du musst natürlich wieder ruinieren, ne? Ja, mal bei 40%, da kann man sowas mal machen. Ich kriege ich wieder. Oh, guck mal, wer da bremst. Oh, da kann ich so durchziehen. Entschuldigung. Entschuldigung. Uiuiui. Ja, im Windschatten hinterhergezogen zu werden in der Kurve ist Ja, es ist sehr nicht immer so angenehm. vorteilhaft, ne? So ohne Anpressdruck. Oh Mensch, was ist mit deinem Heck passiert? Ah, hallo. Guten Tag. Na, trotz Rennreifen ist ein Heck ein bisschen wild, ne? Ich habe auch mehr Leistung, ne? Diese 40 PS. KW. Oh, sorry. Meine Schuld. Ah, alles gut. Hat mich nicht berührt. Ja, wird leider mal 4 Ja. zu 1 werden. Ich kann dich ja noch gewinnen lassen. Nicht? Oder vielleicht explodiert hier noch irgendwas. Puh. Oder so zufällig so ein Kampfjet und ballert dich tot, wie in GTA. Ja. Das ist leider nicht passiert. Gut, also wir sind wir zwei Damit geht für den der Mustang. fünfte Punkt an Silas und damit steht es denn jetzt im Endeffekt 4 zu 1 für den Mustang. Und das trotz einem sehr gewollten und sehr gekonnten Drift durch den Dschungel, ja? Also der war schön. Ja, meiner Und war auch da. gekonnt, ja. Aber nicht gewollt. Das ist eine andere Sache. Das habe ich Das nicht ist die andere behauptet. Sache. Meiner war gewollt. Sah auch sehr elegant aus. Ich Ja, dachte, der ich muss schon Mustang, live drücken. der ist schon nicht gerade langsam. Na gut. Das ist auf jeden Fall ein 4 zu 1. War jetzt nicht so schlecht. Und trotzdem zwei, finde ich, sehr gute Wagen. Fahren sich beide klasse. Das stimmt. Ja. Dann würde ich sagen, war es das auch mit der heutigen Folge des Formats, dessen Namen wir noch gar nicht wissen.
Aber es wird sich schon ein Name finden. Wahrscheinlich im Titel, bis dahin. Ja. Dann bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen und hoffe, dass wir uns auch in der nächsten Folge wiedersehen. Es wird bestimmt mehrere Folgen davon geben. Und da sind Na einige sicher. geplant. Auf jeden Fall nicht nur diese. Sicher. Lasst euch überraschen. Und wir beide sagen, tschüss. Und bis zum nächsten Mal.